Mensch, bei dem Krach kann doch kein Mensch schlafen. Ja, liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Teil. Also bei dem Krach da hinten, da kann doch eigentlich ja kein Mensch schlafen. Aber ich hatte mich dann dahin gelegt und irgendwann vor lauter Ärger habe ich mich in den Schlaf geärgert und dann konnte ich ein bisschen schlafen, trotz der Lautstärke hinter der Tür. Ich weiß ja nicht, was da veranstaltet wird. Das ist ja ein Geisterhaus hier. Naja, dann habe ich doch was Schlaf gefunden und dann habe ich geträumt, dass hinter der Wand hier am Kopfende irgendwas Tolles zu finden sei. Irgendwie hatte ich was geträumt von einer Bahn und von seltsamen Eindrücken, die man da gewinnen kann. Nur ja, und ich denke mal, dieser Traum hatte was zu bedeuten. Und deswegen will ich jetzt nachschauen, was sich dahinter verbirgt, hinter der Wand und was mich da vielleicht erwartet. Ich denke, der Traum, der hat wirklich mir was sagen wollen. Also, jetzt wird das Bett weggemacht. Jetzt wird die Wand aufgebrochen. Und siehe da, der Traum, der hatte was zu bedeuten. Hier ist eine Bahn. Das ist doch ein Ding. Also, da steige ich jetzt ein und fahre los. Und fahre los ins Schwarze. Was ist das denn? Was ist das denn? Meine Güte, wie geht das denn hier weiter?
Mensch, das war doch eine tolle Fahrt. Also sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Meine Güte, diese Eindrücke, dieser Input. Sagenhaft, sagenhaft. Ja, jetzt steige ich wieder aus. Jetzt ziehe ich hier wieder in das Schlafgemach, aber ohne Bett. Meine Güte, also das hat sich gelohnt. Aber eins sage ich euch, ob ich jetzt hier weitere Abenteuer in diesem seltsamen Atlantis unter dem Meer erlebe oder mich lieber wieder auf die Oberfläche begebe des Atlantisreich, na, das werden wir sehen. Und das werdet ihr sehen in einem neuen Teil. Auf jeden Fall, das Ende der Welt ist das noch lange nicht. Okay, dann alles Gute, bis zur nächsten Ausgabe.